Hast du gewusst, dass Intervallfasten und Fasten eher dafür sorgen kann, dass du Fett ansetzt, statt Fett verbrennst, wenn du diese fünf weitverbreitetsten Fehler machst? Diese Fehler machen mindestens 80% der Bevölkerung, wenn sie Intervallfasten machen. Und ich möchte dir heute aufklären, was diese Fehler sind und wie du es besser machen kannst. Intervallfasten ist ein richtiger Trend geworden. Fast keiner, der 16:8 macht oder der in irgendeiner Form Intervallfasten in sein Leben integriert. Es ist ja auch super praktisch, lässt sich mega gut in den Alltag integrieren und vor allem sorgt es dafür, dass du auch, naja, das ein oder andere Fett verbrennst und viele nutzen es tatsächlich auch als Abnehmstrategie. Doch genau da ist auch oft das Problem, denn Intervallfasten und Fasten ist keine Abnehmstrategie. Ja, es kann dafür sorgen, dass dein Stoffwechsel aktiviert wird, es kann dafür sorgen, dass dein Fett verbrannt wird, aber auch nur, wenn du es richtig machst und wenn du die richtigen Hacks anwendest und vor allem diese fünf Fehler vermeidest, die ich dir jetzt heute hier vorstellen werde. Fehler Nummer 1, du fastest zu viel. Zu viel Fasten ist immer Stress für den Körper und das gilt auch fürs Thema Intervallfasten. Wenn wir jetzt jeden Tag fasten und sehr viel fasten, mal 16:8, mal vielleicht 18 Stunden fasten, mal einen ganzen Tag fasten, mal ein längeres Fasten machen, so wie das sehr, sehr viele machen, vor allem im ketogenen Bereich, die hochmotiviert sind und gerne den Fettstoffwechsel hacken wollen, dann laufen wir Gefahr, dass der Körper in Stress kommt. Denn Fasten ist Stress fürs System. Der Verzicht auf Nahrung signalisiert dem Körper immer, dass eine Hungersnot kommt und dass zu wenig Essen da ist. Und da reagiert er natürlich schon mit ein bisschen Stress drauf, mit der Ausschüttung von Cortisol. Und auch Intervallfasten kann für viele, vor allem für Frauen, auch Stress sein. Frauen sollten prinzipiell auch darauf achten, in welcher Zyklushälfte sie fasten, denn je nach Zyklushälfte kann das Intervallfasten auch schon deutlich Stress auslösen im Vergleich zu anderen Zyklushälften. Ja, schau dazu auch gerne mein Video an zum Thema Fasten für Frauen, auch super, super spannend. Jedenfalls kann eben dann, wenn der Körper im Stress ist, wird natürlich auch vermehrt Cortisol ausgeschüttet. Cortisol ist unser Stresshormon und das produziert der Körper immer, wenn er im Stress ist. Cortisol führt aber auch dazu, dass der Blutzuckerspiegel ansteigt, weil Cortisol ist dafür verantwortlich, dass Energie ins Blut gepumpt wird, in dem Fall Zucker, um eben einfach zu überleben. Ja, weil Fasten ist immer auch ein bisschen, der Körper geht gern in den Überlebensmodus. Damit aber auch haben wir eine erhöhte Insulinausschüttung, wenn jedes Mal der Blutzuckerspiegel ansteigt. Cortisol und Insulin. Insulin ist das Hormon, das Einlagerungshormon, das auch Fetteinlagerungshormon. Die stehen in Wechselwirkung zueinander. Das bedeutet, wenn Cortisol ansteigt, steigt auch Insulin an. Und entsprechend kann es dann tatsächlich zu einer Gewichtszunahme führen. Ganz viele stellen auch fest, dass wenn sie viel fasten, dass sie dann auch wie so Heißhunger bekommen. Einfach auch aufgrund dieses Stresses oder weil der Körper eben zu lange in diesem Fastenmodus war und das jeden Tag und auch jeden Tag gleich. Und das kann dann tatsächlich eben dazu führen, dass wir durch das Cortisol und durch das Insulin auch vermehrt Fett einlagern, vor allem um die Bauchregion. Und Bauchfett will man ja nicht, weil man fastet ja eigentlich, um das Bauchfett loszuwerden. Zumindest machen das ein paar Leute. Das ist also Punkt Nummer 1, zu viel Stress. Punkt Nummer 2 ist tatsächlich, du fastest immer gleich. Ja, viele glauben das gar nicht, aber der Körper gewöhnt sich an alles. Der Körper passt sich immer an. Essen wir weniger, passt sich der Körper nach unten an. Essen wir mehr, passt sich der Stoffwechsel der Körper nach oben hin an. Und fasten wir immer 16:8, passt sich der Körper an. Irgendwann ist der Reiz nicht mehr da. Fasten ist keine Gewöhnung. Fasten ist dafür gemacht, um einen Reiz zu setzen im Körper und um eben dadurch den Körper so ein bisschen zu schocken, einen kleinen Stressor zu setzen, damit er mit den entsprechenden Prozessen reagiert. Ja, die wir uns natürlich vom Fasten wünschen. Ketonkörperproduktion, je nach Länge auch die Autophagie. Das sind oft Reaktionen vom Körper eben auf diesen Stressor Fasten. Wenn wir jetzt aber jeden Tag gleich fasten und du jetzt zum Beispiel auch morgens schon gar keinen Hunger mehr hast, weil du jeden Tag 16 Stunden gefastet hast und morgens das Frühstück weglässt, hat sich dein Körper ans Fasten gewöhnt. Und damit ist dieser Gewöhnungseffekt eingetreten und damit hast du nicht mehr den Effekt des Fastens. Ja, das bedeutet, zum einen solltest du eben nicht jeden Tag Intervallfasten machen, nicht jeden Tag fasten, sondern auch mal an Tagen tatsächlich auch mal 3 Mahlzeiten essen, nicht fasten, vor allem als Frau auch entsprechend deinem Zyklus und du solltest nicht immer gleich fasten. Das heißt, du solltest die Fastenfenster und Fastenformen abwechseln. Mal 16:8, mal lässt du das Abendessen weg, mal lässt du das Frühstück weg, mal machst du vielleicht 18 Stunden Fasten, mal machst du vielleicht einen ganzen Tag Fasten. Das sind alles so kleine Tricks, die dir eben dabei einfach helfen, um das Maximale aus dem Fasten herauszuholen, um dem Körper immer wieder neue Reize zu setzen, weil unser Körper gewöhnt sich eben auch einfach an alles. Der Fehler Nummer 3, und das ist einer der häufigsten Fehler, der dazu führt, dass du eher Fett ansetzt als Fett verlierst, das ist, du isst zu wenig in den Essenspausen.
Essensphasen, Essenspausen, Essensphasen, nennst du, wie du möchtest. Jedenfalls isst du zu wenig Kalorien. Viele nutzen ja Fasten, um ein Kaloriendefizit eben auszulösen, weil sie, wenn sie das Frühstück oder eine Mahlzeit weglassen, natürlich weniger essen. Ja? Das kann aber bis zu einem gewissen Punkt auch nur gut gehen, weil ganz viele schaffen es tatsächlich nicht, ihre Erhaltungskalorien oder ihre Bedarfskalorien in diesen zwei Mahlzeiten oder teilweise sogar eine Mahlzeit zu essen. Manche machen OMAD, one meal a day, das heißt, sie essen eine Mahlzeit pro Tag. Wird schwer, 1800 Kalorien in einer Mahlzeit zu essen. Ich persönlich kann es nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manche können das. Ich kann das nicht. Ja? Wenn du jetzt jeden Tag immer in sehr großem Kaloriendefizit bist, ja, ein leichtes Kaloriendefizit ist gar kein Problem, aber die meisten fahren ein viel zu großes Kaloriendefizit und unterstützen mit Fasten nochmal dieses Kaloriendefizit nochmal mehr. Dann, über die Woche gesehen, hast du natürlich ein enormes Kaloriendefizit, wenn du jeden Tag Intervallfasten machst und jeden Tag dieses Defizit hast. Und auch hier Stress. Der Körper passt seinen Stoffwechsel nach unten an. Kriegen wir weniger zu essen, merkt er, oh, es ist nicht genug zu essen da, es droht eine Hungersnot, ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich mit meinen ganzen Ressourcen auch haushalte, wird er dazu neigen, eher was einzulagern, anstatt was herzugeben. Und vor allem wird er seinen Grundumsatz und seine Stoffwechselrate nach unten hin anpassen, was dann dazu führt, dass du einfach zunimmst, wenn du eben noch die gleiche Menge isst oder immer weniger essen musst, um abzunehmen, beziehungsweise auch einfach ganz viel hormonell durcheinander kommt und dein ganzes System durcheinander kommt. Fasten kann kurzfristig den Stoffwechsel aktivieren, dafür ist es auch gedacht, denn beim Fasten wird eben auch ein bisschen durch den Stress und durch das Adrenalin wird natürlich auch der Stoffwechsel kurzzeitig erhöht. Aber eben nur kurzzeitig. Und wenn wir es übertreiben und wenn wir eben ein zu großes Kaloriendefizit haben, weil wir es nicht schaffen, mit dem Fasten genügend zu essen, dann ist da wieder dieser Thema Stress, was ich in Punkt Nummer 1 genannt habe, wieder da. Und der Körper eben reagiert mit Fetteinlagerungen, vor allem um die Bauchregion. Und dann wirst du dir schwer tun, abzunehmen, trotz Intervallfasten. Deswegen hier auch achte darauf, dass du ausreichend in den Essensphasen isst, dass du wirklich schaust, dass du auf deine Kalorien kommst und dass du Fasten nicht als eine Kalorienreduktion siehst oder eine Diät. Fasten ist eben deutlich was ganz anderes eigentlich. Fasten ist nämlich etwas, um eben den Körper zu reinigen, zu resetten, dem Darm eine Pause zu gönnen und bestimmt nicht dafür gedacht, um ein Kaloriendefizit noch größer zu machen. Der nächste Fehler ist einfach, dass man beim Fasten einen Bulletproof-Kaffee trinkt. Bulletproof-Kaffee für alle, die nicht kennen, die Keto-Leute werden ihn kennen, das ist ein Kaffee mit Butter und MCT-Öl. Wird gerne genutzt, einfach um die Ketose zu pushen. Ketose, das erreichst du auch mit Fasten, beim Intervallfasten, je nachdem wie du dich ernährst, vielleicht nicht unbedingt. Aber die meisten Leute kommen mit Intervallfasten und Fasten in die Ketose und möchten gerne unterstützen mit einem Bulletproof-Kaffee. Ich bin kein Fan von Bulletproof-Kaffee am Morgen, auch wenn du sagst, du fastest, weil das bricht das Fasten. Es sind einfach Kalorien, auch Fette erhöhen ein bisschen den Insulinspiegel. Tatsächlich ist es einfach so, es ist eine Mahlzeit. Und entsprechend ist es eher zum Fastenbrechen gedacht. Und auch nur, wenn du dich eh schon ketogen ernährst. Wenn du dich nicht ketogen ernährst und Intervallfasten machst und mit einem Bulletproof-Kaffee eben morgens nachhilfst, dann läufst du Gefahr, dass du einfach über den Tag verteilt zu viele Kalorien und Fette zu dir nimmst. Und eben, wenn du dich nicht ketogen ernährst, damit auch noch zu viele Kohlenhydrate. Damit hast du viele Fette, viele Kohlenhydrate. Das Ganze verträgt sich nicht so gut. Ja, und kann dann dafür zu führen, dass du eben auch eher Fett ansetzt, wenn du diesen Bulletproof-Kaffee morgens zu dir nimmst. Wenn du jetzt sagst, hey, okay, ich ernähre mich eh ketogen und Fasten, ich möchte einfach für mich ist das Ziel des Fastens die Ketose. Und ich kann eben auch mit dem Bulletproof-Kaffee die Ketose und die Fettverbrennung vertiefen. Und du ernährst dich ketogen, dann kannst du gerne den Bulletproof-Kaffee morgens trinken. Allerdings nenn es dann bitte nicht Fasten, denn es ist nicht wirklich Fasten. Da streiten sich aber auch die Geister. Es gibt viele Leute, die sagen, Bulletproof-Kaffee, ganz klar, zählt zum Fasten. Meiner Meinung nach nicht, aber das ist eben auch wieder super individuell. Wenn du ganz, ganz safe sein willst, trinke den Bulletproof-Kaffee lieber an den Tagen, an denen du nicht fastest und dann eben als Frühstück und nicht zusätzlich zu einem Riesenfrühstück aus Eiern und Speck. Weil dann kannst du schnell mal dein Fettkonto überlasten und dann ist es oft ein bisschen zu viel des Guten, genau. Aber das einfach mal so als kleiner Tipp am Rande. Dann der letzte Fehler, auch den ich ganz, 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 ganz häufig sehe, ist, dass einfach das Falsche gegessen wird. Fasten und ja auch Intervallfasten ist ein Nahrungsentzug. Der Körper, dem wird erstmal Mineralien und Spurenelemente entzogen. Das heißt, er muss erstmal mit dem walten, was er noch hat. Das kann er super gut. Also er kann sehr, sehr gut mit seinen Mineralien, mit seinen Spurenelementen und mit allem sehr gut auch eine Weile auskommen, ohne dass wir Essen nachschieben.
Wenn du jetzt aber eben nicht sehr nährstoffreich dich ernährst und fastest, hast du nicht den Effekt vom Fasten. Wichtig ist es, dass wir den Körper wieder nach dem Fasten mit Nährstoffen versorgen, dass er genügend Proteine bekommt, genügend hochwertige Fette, auch genügend Gemüse und Mineralien, Spurenelemente, um einfach auch Aufbauprozesse wieder eben anzunehmen, anzugehen und vor allem auch um Reparaturprozesse eben dann zu vervollständigen. Das bedeutet, es ist ganz, ganz wichtig, dass du eine nährstoffreiche Ernährung wählst und eben auch in den Essensphasen dann nicht anfängst, alles Mögliche zu essen oder denkst, Intervallfasten ist ein Freifahrtsschein, um alles Mögliche zu essen. Das wird nämlich nicht funktionieren. Dann wirst du auch wahrscheinlich eher, naja, Fett einlagern anstatt Fett verbrennen oder auch nicht die Benefits rausziehen, die Fasten an sich hat, denn Fasten ist genial. Viele eben, wie ich schon am Anfang gesagt habe, haben auch Heißhunger, wenn sie eben 16:8 fasten oder auch eben morgens das Frühstück weglassen und können dann mittags gar nicht aufhören zu essen. Wenn es dir auch so geht, dann ist meine Empfehlung, bitte frühstücken. Oder nicht jeden Tag fasten. Auch hier wieder, Heißhunger ist so ein Zeichen, okay, irgendwas holt sich der Körper ja zurück durch den Heißhunger. Das heißt, da ist der Körper einfach stärker. Das heißt, immer wenn du Heißhunger verspürst und auch nicht so das Gefühl hast, du kannst nicht aufhören zu essen, hast du wahrscheinlich zu wenig gegessen durch das Intervallfasten oder du hast eben das Falsche gegessen. Also nicht nährstoffreich genug, nicht genügend Fette, nicht genügend Proteine, nicht genügend Gemüse. Und das wiederum führt dann dazu, dass du tatsächlich Heißhunger bekommst. Und da empfehle ich dann immer, mach lieber ein Frühstück, was Blutzucker stabilisierend ist. Also Proteine und Fette morgens direkt nach dem Aufstehen. Und dann bist du meistens auch von diesem Heißhunger befreit. Und dann kannst du an manchen Tagen die Woche auch mal gerne Intervallfasten einbauen. Ich hoffe, die Tipps haben dir geholfen. Wenn ja, dann lass mir gerne ein Like da und abonniere auch gerne den Kanal für mehr solche Tipps. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich aufs nächste Video und bis ganz bald.